Hallo, Freunde der Wissenschaft. So, ich hatte von Pyxo erfahren, dass es ein kleines Easter Egg gibt in der Magnus-Raumstation, also in der Station vom Magnus-Sprungpunkt. Und zwar so ein riesiger versteckter Teddybär. Und so habe ich mich mal zu dieser Station begeben, die ja sehr weit weg ist. Wie man hier sieht, ersten Blick ziemlich normal. Aber was mir gleich hier schon aufgefallen ist, wenn man hier durchgeht, hört ihr diese dumpfen Stellen. Das ist immer ein Zeichen für Vakuum. Das gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Guck mir jetzt auch nicht die ganze Station an, keine Angst. Ich wollte nur mal kurz hier schauen, wie die hier vorne so aufgebaut ist, weil ich hier selbst noch gar nicht so oft war in der Station. Aber diese Vakuumstellen, die gucken wir uns gleich mal an. Also hier hört man das. Also immer in den Luftschleusen scheint keine Luft zu sein. Gucken wir nach. Hier ist es dumpf. Null Atmosphärendruck, keine Atmosphäre. Also es ist wirklich, wenn man hier den Helm nicht auf hat, würde man ersticken. Hier ist wieder laut. Normaler Luftdruck. Hier ist wieder dumpf. Ja, also hier müsste man durch zwei Vakuumstellen. Also lasst lieber den Helm auf. Ich werde nachher beim Issue Council gucken, ob ich da den Fehler zu finde. Ansonsten, und wenn ich das finde, dann schicke ich das in die, stelle ich das in die Videobeschreibung mit rein. Tja, dann gibt es hier noch diesen bekannten Ruhebereich, sag ich jetzt mal. Das ist ja auch nichts Neues. Aber jetzt sind wir auch schon am Teddy vorbeigelaufen. Um den Teddy nämlich zu besuchen, muss man gar nicht weit weg. Das reicht also, hier diese Station zu besuchen und gerade mal von den ASOP-Terminals hier in diese Lobby zu gehen. Und dann muss man sich nur hinlegen und dann krabbelt man hier einfach unter diese Treppe. Und da sehen wir ihn schon, den Riesenteddy. Und der ist auch groß, wenn ich mich hinstelle. Das ist wirklich ein Riesenteddy. Hat auch nur noch ein Knopfauge und ein richtiges Auge und schon einige kaputte Stellen. Und viele behaupten, dass das hier auf der Brust ein Einschuss sein soll. Könnte man denken, weiß man nicht genau. Keine Ahnung, was dieser Teddy für eine Backstory haben sollte, wie der hier runtergekommen ist, weil durch dieses kleine Loch kriegt man ihn wahrscheinlich nicht im Guten rein. Naja, witzig ist schon, wo ich mir nicht sicher bin, ob es das nicht schon bei irgendeiner anderen Treppe auch schon mal gab, dass unter der Treppe was war. Aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Falls euch da was einfällt, ein älteres Easter Egg, was unter der Treppe vorkam, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das gab vor einigen Jahren schon mal sowas, aber ach, das ist halt schon eine ganze Weile her. Ja. Schon witzig, dass den hier Leute gefunden haben, weil dazu muss man schon wirklich genau hingucken. Weil zufällig, wenn man hier die Treppe hochgeht, sieht man es halt nicht, weil die Treppe halt blickdicht ist. Man muss schon durch die Lücke gucken. Und so groß ist die ja auch nicht. Hier noch ein paar Fotosessions hier. So oft kommt man ja nicht hierher. Das ist immerhin die Magnus-Station, die ist sehr weit draußen. Und
Ich habe das hier kurz mit der Herald angeflogen, weil die vom Standard her einen schnellen Quantum Drive hat, aber ich musste zwischendurch auch, weil ich von Hörsten kam, auf Arc L3 Zwischenstopp machen, um halt nachzutanken, weil der Sprit da nicht gereicht hat, um hinten rauszukommen. Ja, kanntet ihr den Teddy schon? Habt ihr das schon von gehört? Weil ich habe es, wie gesagt, von Pyxo erfahren, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und daher konnte ich jetzt ziemlich direkt hinfliegen. Ich habe vorher bei Hörsten L2 nachgeschaut, da ist keiner unter der Treppe. Was aber nicht heißen muss, dass dieser Teddy hier einmalig ist. Vielleicht ist auch bei jeder Sprungtorstation einer. Vielleicht sind auch verschiedene Tiere. Dazu müsste man die alle mal abfliegen. So, dann habe ich hier nochmal den Raumnebel gefilmt mit 20-facher Beschleunigung jetzt für euch. Und da sieht man, wenn man das in der Originalzeit anguckt, sieht das ja ziemlich beruhigend aus. Aber wenn man das in Beschleunigung anguckt, sieht man, dass das ein wiederholendes Muster ist, was quasi gar nicht durchgängig animiert ist. Ganz spannend eigentlich, was man mit Zeitraffer alles so nachweisen kann. Ne, das ist quasi wie so ein relativ kurzes GIF. Es wird nur sehr langsam dargestellt. Aber man sieht halt, wie die Wolken, wenn sich jetzt so eine bestimmte Wolke konzentriert, immer wieder zurückspringt und ein Stück weg animiert wird. Also es ist keine umlaufende Animation. Ja, das soll soweit gewesen sein. Trotzdem finde ich den Raumnebel wunderschön. Ich, wie ihr vielleicht schon wisst, gehe ich der Sache halt gerne technisch auf den Grund und schaue mir das an und will damit auf gar keinen Fall den wunderschönen anmutenden Raumnebel dissen, nur weil ich jetzt rausgekriegt habe, dass das keine durchgängige Animation ist. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Beste Grüße, euer Sirok.